dass die Pfeile nicht wirklich getroffen haben, doch, wenn doch. du vom Flugsaurier ausgeschossen hast. Doch. Ich habe nur einen aus Versehen in den Fuß gejagt von dem Dings, aber sonst hat jeder getroffen. Also in meiner Aufnahme bzw. im Stream hat man es ja gesehen, nur die Blutflecken. Ja. Und dann. Ja, von meiner Sicht her hast du irgendwie rückwärts geschossen. So, ich glaube, hier hatte ich da auch noch. War das nicht so? Nee, hatte ich nicht. Du kannst mal was fressen. Guck mal in den T-Rex rein. Da liegen noch ein paar. Ja, ich hab 50 Stück jetzt, also sollte wohl reichen. So, ja. Ne? Ich muss jetzt halt nur warten, bis es hell wird und wieder ein bisschen was für Essensverpflegungsmäßig besorgen. Und einmal kurz, ne? Eine Runde. So, unser Essen. Wir brauchen auch übrigens wieder Flint, ne? Obwohl, ja, nee, ein bisschen ist noch da. Warte, ich guck nochmal in den anderen rein. Ja, das wollte ich nachher eigentlich mal gucken. Ob ich mit dem Ankylo in die Höhle reinkomme. Soll eigentlich gehen, glaube ich, oder? Klein genug ist er rein theoretisch, aber. Aber? Ja, eben mal versuchen. Ich meine, den kann man ja jetzt reiten, da habe ich ja einen Sattel für gemacht. Mhm. So, dann werden wir uns mal wieder was auf den Grill schmeißen hier, liebe Leute. Wer lässt denn eigentlich immer die Türen offen, sag mal? Gewöhnt euch immer an die Türen zuzumachen. Ich lasse immer nur die große auf. Ja, die kannst du auch zumachen. Weiß. Na, dafür haben wir ja Türen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil es kann sein, dass du aus Versehen mal pfeifst oder so und dann die alles hinterher gerannt kommen, dann alles draußen ist oder so zum Beispiel. Oder irgendwas kaputt rennt oder weiß ich was. Genau, hier wollte ich hin. Du brauchst auch Fleisch? Ja. 5 habe ich, ne? Ich wollte ja gerade Richtung Dings hoch. So, das hier und das hier noch rein. Und noch ein bisschen Holz dazu. Brutzelparty. Bis zum nächsten Mal. Nochmal ein Feuer im Haus. Wäre praktisch, ja. So, das packen wir auch weg. So, jetzt warten wir noch. Ich schau mal, 7 Leute schauen zu. Seid alle herzlich willkommen. Na, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in den Chat. Ja, da wird auch schon, richtig dolle geschrieben. Chat. Wieso bist denn du so? So, währenddessen kümmern wir uns hier nebenbei um die Gartenarbeit so ein bisschen. Und ja, da werde ich mal schauen, ob hier schon was gewachsen ist. Oh, Narcoberries. Gehen ab. Ja, wenn man das so anpflanzt, ich weiß nicht, bleiben die Samen denn eigentlich für immer drin oder sind die auch irgendwann mal zu Ende oder wie ist das eigentlich? Nee, die Samen werden dann verbraucht. Allerdings, die pflanzen ja selber nachher mit der Zeit noch Samen. Mhm. Eigentlich sinnvoll. Ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, und ich hoffe, dass sie das vielleicht nochmal ändern, ich kann ja die Bärenbüsche auch in die mittleren bzw. dann in die großen Pflanzkübel packen. Aber da gibt es keinen Bonus draus. Also nicht, dass es irgendwie schneller produzieren könnte oder dass du jetzt zum Beispiel 2 bis 3 Samen bzw. dann Büsche in einem Topf drin hast. Mhm. So, ich leg mal noch ein bisschen Narcotics nach. So, die craften jetzt schön vor sich hin und wir haben auch noch gut was am Start eigentlich. Oh, gar nicht mehr, doch nicht mehr so viel. Ja, und dann werden wir noch versuchen, nochmal einen Mammut zu finden und den uns zu zähmen. Ne, einmal, ne, ihr kennt das ja. Ich will nicht, dass hier meine Scheiße rumliegt. Kommt gleich ab ins Beet wieder. So, was haben wir hier? Fertilized. Da ist viel Fertilized noch drin, hier ist wenig. Komischerweise. So, das hier auch noch mit rein. Ich guck mal gerade nach Dünger, ob wir wieder Dünger haben. Einen Sack haben wir auch schon wieder, yeah. So, den packen wir auf. Wenn du mal links in den Schrank davon guckst, da liegen noch 6 Fertilizer drin. Ne, ich glaube, die haben schon alle. Die liegen nicht mehr drin. Das dachte ich eigentlich auch. Bei mir sind die aber. Hm? Bei mir liegt da Fertilizer drin. Ach ja, stimmt, die habe ich ja hier rüber verfrachtet. Oh, stimmt. Gut, ja, die brauchen wir momentan nicht so viel.
Zum Glück hoch. Das wollte ich jetzt nicht. So. Wollte schon sagen. Ich denke mal 50, ey, wenn 50 Pfeile nicht reichen, ne? Ihn gerade haben wir schon so knapp 30 in einen Mammut Level 5, glaube ich, war das, ne? Reingepackt. Und ja. Es ging leider nicht dauernd. Folgt ja hier kurz. Wiki, oh Wiki. Nicht pfeifen in der Base. Das sollte man sich auch immer angewöhnen. So. Wiki, oh Wiki. Wiki, oh Wiki. Wo bist du denn? Ich bin schon mal vor Richtung Norden im Berg da. Willst du echt dahin? Oh. Ich wollte eigentlich diesmal rechts runter. Links runter. Ja. Rechts runter. Also Pfeile benötigt 15 bis 50. Wie viel? 15 bis 50. Ja, mit dann sollte ihr mit 52 gut bedient sein, oder? Ja. Ja, und eben, selbst wenn, ich habe auch noch mehr mit. Und die Lieblingsbären von denen sind halt auch die Mejo-Bären. Ah, okay. Stimmt, davon hatte ich hier auch noch ein paar gesehen. Die werde ich auch noch gleich mal mitnehmen. Im Trike. Ja, aber wir haben auch unsere Erntestelle hier. Dann nehmen wir schon ein bisschen was raus. Ich habe ja hier auch noch 90 Stück bei. Ah, nice. Ja, ich habe jetzt hier nochmal 39 rausbekommen. Moment, hier. Weil ich guck mich ja derweil mal um, ob ich vielleicht irgendwo doch schon mal einen oder anderen Hai. Also den höre ich. Ja, es wäre ganz gut, weil ich brauche jemanden, der mich fliegt halt, ne? Oh, Fackel kaputt. Fackelmann. War zu dritt. Hm? Das war zu dritt. Was? Den. Und den. Wir müssen nur zu zweit normalerweise. Ja, ich weiß. Ja, und wie gesagt, ich gehe rechts von der Base, ne? Ich flieg nicht da zu dem Berg, wo du jetzt hingehst, ne? Immer noch. Ja, rechts von der Base ist doch da, wo ich hinzeige. Was? Wie da, wo du hinzeigst? Oder wenn. Oder du gehst von unser. Du gehst unser Tor raus und gehst rechts lang am Strand. Nur ja, dort am Strand lang. Das ist hier. Wo ich jetzt stehe. Weiß ich nicht, wo das du stehst gerade. Ja, bei den. Ja, genau, da lang, ja. Genau. Ja, da wollte ich auch rum. Hin genau, genau, genau. Da gehe ich auch lang. Also da fliege ich auch lang, besser gesagt. Ja, dann gehe ich schon mal vor. So, Fleisch. Ich bin ja ein bisschen langsamer. Habt ihr genug Fleisch bei und so? Ich habe 8 Essen mit. Also 8 gebratenes und 12 im T-Rex, aber im T-Rex kann ich mir noch. Ah, okay. Gut. So, 7 und 8. Lagerfeuer sollte auch nicht wirklich ein Problem sein. Nee, nee, das läuft ja. Ne? Ja. So, es wird schon wieder hell. Ich muss jetzt los auf jeden Fall. Kurz einen Moment. So. Ja, nimmst du mich mit oder wie? Tenji. Ja, das Problem mit dem Fliegen ist dann halt, dass da glaube ich da ein bisschen mehr Stamina verbraucht dann. Ja gut, das geht schon. Der lädt sich ja immer wieder auf, der Arme. Ja, wie gesagt, wir werden ja schon nicht in eine Patrouille jetzt hier kommen. Ich hätte, siehst du, aber ich wollte mir tatsächlich eigentlich meine Pike mitnehmen, die ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, mit der Pike könntest du jetzt gerade doch ein bisschen zu schwer werden. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich guck mal kurz, das sehe ich kurz. Die Pike wiegt ja 10. Ja, ich wiege gerade 50 schon, ne? Also recht viel eigentlich. Ja, also kannst ja mal F auf den Dings drücken und gucken, wie viel Gewicht der schon trägt. Ach, ich kann ja hier 113 wiegt, klappt da schon mit sich. Ja gut, 10 hat er noch geschafft, glaube ich, ne? Ja, währenddessen lassen wir uns hier vom lieben Tenji in die Richtung, also hinten da an dem Berg, weißt du? Da was unten. Ist das ist derselbe Berg, wo wir vorhin waren. Nein. Ist er nicht. Weil wir, weiter links an dem, da ist nämlich noch einer, aber ich kann es hier auf der Map mal kurz gucken. Genau, wir waren an dem weiter links. Also da ist ja diese Meerenge oben, ne, und wir waren nicht an dem großen Berg. Wir waren an dem kleineren von den beiden. Links davon. Da waren wir davor. Weil das ist der letzte Map-Punkt, wo ich aufgedeckt habe. Also im Stream sieht man es jetzt. Ich kann es jetzt nur gerade schlecht erklären. Das ist bei, was ist denn das? 35. 60, 20 circa. Ah ne, Quatsch. 70, 20 müsste das sein, 70, 20 und dann ein bisschen links unten davon.
Ja, von Außensicht wird man so getragen, liebe Leute. Sieht's ja, komisch aus. Aber ich könnte jetzt hier, wenn du mal unter dir guckst. Ja. Aber. Ja, leider gibt's die anderen Viecher noch nicht. Na, diese aussehen wie Brachiosaurus. Nur mit Flossen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Pythanaton oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Plesiosaurus war das. Oder ja, Plesios, genau. Ja. Ja, wie gesagt, alle herzlich willkommen, die zuschauen. Ja. Wir machen halt, denke ich mal, so mindestens eine Stunde. Weil ich wollte ja zumindest jetzt mein Dino anzähmen, ne? Und wir müssen mal sehen, ob wir das im Stream noch zu Ende kriegen. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall im nächsten Stream ein Mammut dann fertig haben. Und können damit auch ein wenig Holz fahren, weil Holz brauchen wir momentan viel, um unsere Base halt auszubauen. Beziehungsweise um die erste Base halt überhaupt einigermaßen jetzt erstmal zu bauen. Wir haben zwar schon ein bisschen was gebaut, aber ja, ist noch nicht ganz so viel. Ja, das war das Holz, was wir gerade momentan in der Base haben, ist, 1700 ungefähr. Aber das wird nicht wirklich lange reichen. Ja, da macht man drei Wände und dann ist das weg. Ja, so ungefähr. Ja gut, deswegen haben wir ja das Gute, ne? So, wie sagt die? Hälfte hat er noch. Ja, warum fliegst du auch mit dem? Ganz ehrlich. Der verbraucht ja so viel, ey. Wir hätten mal lieber Spitfire nehmen sollen. Ah, nee, der muss trainieren. Ja, aber gut, dann darfst du dich auch nicht beschweren, dass er so, ne? Boah, aber die gehen schon ab, die Dinger, ne? Wenn man so richtig schnell durchfliegt. Ja, ich weiß, mit Turbo. So, einmal landen, Flug. Der schmeißt mich ja dann auch automatisch ab, ne? Ja. Jetzt hängt da gerade ein bisschen. Ja, warum wohl? Weil er dann irgendwann eine Runde abscheißen musste, weißt du? So, warte, ich stelle mich direkt vor dich. So. Gut, dann geht's wieder los. Nachgetankt sozusagen. Huch. Nein, ich möchte natürlich Wasser. Ich möchte aber was. Ah, ich kann nichts. Ah, kann ich hier im Dino nichts essen oder wie ist das? Ah, ne, im Dino kann ich nichts essen. Aber einen Bogen rausholen, weißt du? Und seht jetzt links ein Hai vorbei fliegen, schwimmen. Drei sogar. Wäre jetzt krass, wenn ich stelle vor, die springen so hoch und beißen, schnappen nach mir. Das wäre auch ziemlich lustig. Ne? Vielleicht fügen die das ja noch mit ein. Ich gebe zu, ich muss jetzt dem großen Reiz widerstehen, nicht die rechte Maustaste zu drücken. Nee. Alter, auch noch zwei Stück hintereinander, weißt du? Die Scheißviecher. So, ja, wir sind natürlich jetzt auf dem Weg hinten zu dem Berg. Ich sehe jetzt gerade nur gerade nichts mehr, wo wir waren. Das ist so komische Ansicht auf einmal, oder? So, vielleicht ist das besser. Wer versucht doch mal ein bisschen schneller. Also, wer versucht, Fische zu ertränken? Was? Wer versucht, Fische zu ertränken? Ja, Fische ertränken geht. Ja. Halt denen die Kiemen zu. Ja. Dann geht das. Naja. Ich wollte. Ich glaube, wir haben noch nie einen Fisch ertrinken sehen, aber. Ich gebe zu, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Schreck. Wieso? Dass er gegen den Stein fliegt oder was? Nee. Wenn du da vor uns guckst. Ja. Vorne ist irgendwas. Was weiß, das groß ist, ne? Achso, ja. Ja. Warte, ich schieße mal einen Narkosepfeil drauf. Nein, mache ich natürlich nicht. Ups, da schmeißt er mich runter. Ja. Ich höre auch nur ein paar Oh, ich habe gerade irgendwas. Du. Einmal mitnehmen, bitte. Ah, er hat dich schon. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Ark Survival Wolf, es kommen sehr, sehr viele Pen. Alter. Jetzt hört man ihn auch noch brüllen, weißt du? Kriegst gleich einen. Yeah. Ja, der liebe Medusa unterwegs mit unserem Rex. Ja. Oh. Ist das etwa jetzt auch noch ein Albino? Ja. Der Tatsache. Ja. Nicht schlecht. Er isst ihn gleich auf, weißt du? Ja, ja. Er wischt ihn nicht mal. Dummbatz. Ach ja. So. Weiß-Rot. Ich
versuche so schnell wie möglich hinterherzukommen.